wir uns die neueste Generation von Fahrdynamikregelsystemen von Bosch Engineering anschauen. Und dafür haben wir einen Experten dabei. Hallo, Heinz-Harald Frenzen. Grüß dich, Lars. Und Heinz-Harald Frenzen ist nicht nur ehemaliger Formel-1-Pilot, sondern er ist einer von einer Handvoll Fahrern, die jemals ein Torque-Vectoring-System und eine Traktionskontrolle in einem Formel-1-Auto getestet haben. Ja, hatte ich die Ehre, ja klar. Saison 2000 wurde Traktionskontrolle erlaubt in der Formel 1. Und 1997 hatten wir auch eine Reglementslücke, wo wir eben eine Art Torque Vectoring, das heißt also, ich konnte das einzelne Hinterrad nochmal bremsen, aber das manuell, nicht elektronisch. Und im Gegensatz zur Formel 1 gibt es bei uns keine Einschränkung durch das Reglement, sondern wir dürfen alles benutzen, was die Technik uns bietet. Schau doch mal hier. Ihr habt es gut. Hallo Andreas. Hallo Heinz-Harald. Super, dass du da bist. Ja, schön, dich kennenzulernen. Die Experten von Bosch. Ja, schau mal hier, was wir haben. Wir haben hier eine Auswahl an unseren Bosch-Komponenten, unserem Portfolio von Chassis-Aktuatoren, wo wir Fahrdynamik so richtig aktiv beeinflussen können. Ja. Und der Schlüssel zu einer richtig guten Fahrdynamik im Fahrzeug, das ist, wenn man halt die komplette Wirkkette betrachtet, von den Komponenten so als System. Und am Anfang, da stehen immer unsere Sensoren, das ist ganz wichtig, das ist der Input für unsere Regler. Hier siehst du zum Beispiel einen Lenkwinkelsensor, wo wir hier den Lenkimpuls messen vom Fahrer. Super. Und es gibt immer zwei Bereiche in der Fahrdynamik, die ganz wichtig sind, das ist so die Querdynamik und die Längsdynamik. Hier in der Querdynamik kam natürlich unser Electric Power Steering, wo der Fahrer die Querdynamik direkt in das Fahrzeug einleitet. Zur Längsdynamik hier beispielsweise unsere Antriebskomponenten und später das komplette Bremssystem, was das Fahrzeug verzögert oder auch stabilisiert. Super, ja. Das sieht nach wenig aus, aber da steckt bestimmt eine Menge Technik drin, ne? Die Gesamtwirkkette zählt da immer. Ja. Die Performance, wenn das eine Glied in der Kette halt kaputt ist und dann kriegst du die Performance nicht mehr abgebildet. Und ihr macht auch Elektromotoren, sehe ich. Ja, das ist richtig. Das ist hier eine LE-Maschine. Da siehst du auch nebendran den Inverter. Die sind bis zu 200 kW, können auch radindividuell eingesetzt werden, wo wir auch später richtig mit Torque Vectoring agieren können. Und das ist hier unser ESP. Das ist unser Hauptdarsteller für heute. Das ist natürlich nicht nur für die höchste Performance entwickelt, sondern auch nach den höchsten Sicherheitsstandards. Und hier drauf läuft dieses zentrale Gehirn, unser EI-Regler, die du heute alle ausprobieren darfst und erfahren darfst, wie wir hier von dem zentralen Steuergerät die ganzen Chassis-Aktuatoren ansteuern. Das heißt also Traktionskontrolle, ABS, das geht alle über das Gerät? Genau, alles hier und diese steuern auch die multiplen Chassis-Aktuatoren. Ah, super. Und das ist auch schon der erste Punkt, wo wir uns vom Stand der Technik abheben mit unserer Philosophie. Aha. Indem wir nämlich nicht für jeden einzelnen Aktuator einen eigenen Regelalgorithmus entwerfen, sondern ein zentrales Gehirn, einen zentralen Algorithmus haben, der alle Aktuatoren und alle Sensoren miteinander vernetzt. Wir reagieren bereits auf deine Eingaben, die wir mit unseren Sensoren messen und steuern dann direkt alle Aktuatoren so an, dass sich das Fahrzeug immer ehrlich und natürlich und nachvollziehbar verhält und nicht erst einen Fehler machen muss. Bei uns basiert alles auf Naturgesetzen und auf Regelungstechnik und am Ende des Tages auf angewandter Mathematik. Okay. Was probieren wir zuerst? Alles.